Hallo liebe Leute, herzlich willkommen in Krimwitz Hütte. Ich bin Astrid und ich lasse euch in meine Hütte, um euch zu zeigen, was ich nähe. Heute habe ich ein etwas anderes Video für euch. Und zwar beobachte ich schon in den letzten Wochen, tatsächlich 2 Wochen, die englischen Kolleginnen, die sich gegenseitig einen Ball zuspielen. Und dieser Ball heißt This or That, also dies oder das. Und dort werden zu 4 Themenbereichen Fragen gestellt, wo sich die Näherin, sozusagen die Schneiderin, entscheiden muss, ob sie mehr zu dem oder zu dem tendiert. Und ich finde das eine ganz wunderbare Möglichkeit, ein bisschen einen generelleren Überblick über das Nähen zu geben und vielleicht auch ein bisschen was über die Person zu erfahren, die diese Fragen beantwortet. Und die letzte Person, die ich beobachtet habe oder der ich zugeschaut habe, war Michelle von Michelle Sews Again. Und ich habe dann den Kommentar geschrieben, weil ich so viele ihrer Antworten tatsächlich für mich auch so oder so ähnlich gegeben habe, habe ich ihren Kommentar geschrieben. Und dann hat sie gesagt, oh ja, das ist schön, dann, ja, dann tagge, also dann fordere ich dich jetzt auf, das auch zu tun. Und naja, wenn ich ehrlich bin, dann war das natürlich die Absicht des Kommentars oder eine der Absichten des Kommentars. Ja, man möchte ja auch ganz gerne gefragt werden und deswegen mache ich das jetzt. Die Urheberin dieses Fragespiels ist eine Amerikanerin ebenfalls. Curated Curvy heißt sie. Ich werde sowohl Michelles als auch ihren Videokanal unten verlinken, dann könnt ihr ja mal reinschauen. Michelle finde ich deswegen total spannend, weil sie dieses Ice Dyeing auch macht und fast alle ihre Kleider inzwischen aus selbstgefärbten Stoffen näht. Dazu erzähle ich aber in einem gesonderten Video von mir noch mal etwas mehr. Was ich heute anhabe, ist aus afrikanischem Wachsdruckstoff das Christoph von Stocks Pattern mal wieder, und das ist wunderbar für diese warmen Temperaturen. Das ist sehr luftig und macht trotzdem eine nette Figur. Habe ich heute den ganzen Tag an und fühle mich sehr wohl damit. Der afrikanische Wachsprint ist ja ein sehr lose gewebter Stoff, der trotzdem relativ guten Stand hat, und das war heute genau das, was ich brauchte. Okay, ich fange mal an mit This or That. Und zwar geht es zuerst um die Nähvorbereitung. Und die erste Frage ist, Stoff neu kaufen oder aus dem Vorrat schöpfen? Ich habe ganz lange Stoff nur dann gekauft, wenn ich einen wirklich konkreten Plan hatte. Das habe ich leider in den letzten 2 Jahren, möchte ich mal sagen, aufgegeben, sodass ich jetzt einen Stoffvorrat habe. Und weil mir das über den Kopf wächst und ich den Überblick auch verliere und dann mir doch einen neuen Stoff für ein Projekt hole, weil ich gar nicht mehr weiß, was in meinen Kisten ist, habe ich beschlossen, ich werde jetzt erstmal die Kisten leer nähen und dann werde ich wieder Stoff kaufen. Also auf jeden Fall Stash Busting, so nennt es sich im Englischen, also erstmal den eigenen Vorrat vernichten, in Anführungszeichen. Die zweite Frage, PDF oder Papierschnitt? Ich glaube, da kann ich mich Michelle anschließen. Ich glaube, die Frage ist nicht so sehr PDF oder Papier, weil das PDF ja am Ende auch ein Papier ist. Ich glaube, es geht tatsächlich darum zu gucken, nimmt man die Independent Pattern, also die Independent Anbieter, wo man sich den Schnitt selber zusammenkleben muss, oder aber nimmt man die großen, also Border, Vogue oder sonst was. Denn ich bin ganz ehrlich, ich habe zwar schon einige Schnitte zusammengeklebt, mehr als mir lieb ist, aber ich habe einfach da gar keine Lust mehr zu. Und deswegen schicke ich das jetzt zum Drucken weg. Von daher, am Ende ist es dann eben halt doch ein Papierschnitt. Aber ich bin überwiegend bei den PDFs, das heißt bei den kleineren Independent-Verlagen, weil ich finde, dass die für größere Größen schönere Schnitte haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt gerade erst wieder, dass die großen Schnittanbieter für gerade die großen Größen sehr langweilig und immer das Gleiche anbieten.
Und weder möchte ich mit meiner Mode sagen, oh, guck mich an, ich trage Größe und ich bin trotzdem sexy, noch möchte ich sagen, ja, ich trage das und das und am liebsten möchte ich ein schwarzes Zelt über mich breiten und das Zelt darf dann gerne wahlweise einen Zipfelsaum haben oder lange oder kurze Ärmel. Beides ist nicht meins. Ich möchte Mode haben, ich möchte Formen haben, auch an mir selber und das finde ich bei den kleineren unabhängigen Verlagen auf jeden Fall besser. Nächste Frage: Ausschneiden oder abpausen? Nachdem ich früher immer sofort ausgeschnitten habe, mache ich das heute so gut wie gar nicht mehr. Ich pause die Schnitte immer ab, weil ich häufig zwischen Größen graduieren muss und das mache ich dann. Nachdem ich mich also wirklich inzwischen wirklich für jedes Stück, was ich nähe, ausmesse, und dann eben halt gerade die PDF-Schnitte auf große A0-Bögen ausdrucken lasse, geht es also wirklich sehr, sehr leicht in aller Regel zwischen den Größen zu graduieren. Und ja, und das hat natürlich zudem noch den Vorteil, dass ich die Schnitte dann auf den großen Rollen hier stehen habe. Und falls mal meine Tochter oder meine Schwester einen dieser Schnitte tragen möchten oder aber meine Größe sich nochmal verändern sollte, dann kann ich da nochmal wieder drauf zurückgreifen. Probestück oder gleich drauf losnähen, das ist so eine Sache. Ich hätte gerne so viel Disziplin, dass ich immer ein Probestück nähe. Meistens bin ich aber zu ungeduldig. Wenn ich irgendwas sehe, dann will ich es auch haben. Und nur für Dinge, die mir wirklich extrem wichtig sind oder bei Schnittverlag, also wichtig im Sinne von zum Beispiel den Kleidern für die Silberhochzeit, die wirklich auch nachher was hermachen sollen. Da mache ich auf jeden Fall ein Probestück oder aber schon auch mal aus, ich sage jetzt mal, nicht so hochwertigem, nicht so wertvollem Stoff, ja, ein tragbares Probestück. Also ja, ich bin inzwischen tatsächlich schon Team Probestück geworden. Hätte ich nie gedacht, ist aber so. Zweite Kategorie, da geht es um die Stoffe. Und die erste Frage ist, online kaufen oder im stationären Handel kaufen. Ja, das ist so eine Sache. Also, während die Engländer noch nicht im Brexit waren und ich wieder angefangen habe, viel zu nähen, habe ich sehr, sehr, sehr viel online gekauft in England, weil dort die Stoffe noch mal eine Spur schicker sind, noch mal eine Spur origineller sind und tatsächlich sogar günstiger als die vergleichbar originellen, guten und schicken Stoffe in Deutschland wären. Da das nicht mehr geht, wegen des Brexit und den enormen Kosten, die man hat, wenn man was aus England bestellt, tue ich das nicht mehr. Und inzwischen, ich bestelle immer noch online, aber ich bestelle also nur noch bei ganz wenigen Anbietern online und zwar in aller Regel ja, da, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe. Also ich mache keine Experimente, dazu habe ich keine Lust, aber es gibt so ein paar und da verlinke ich euch auch dreimal unten in der Box, mit denen ich bis jetzt wirklich ausschließlich gute Erfahrungen gemacht habe, wo auch der Kundendienst sehr gut ist, soll heißen, auf Mails wird geantwortet und werden Auskünfte erteilt, mit denen man dann am Ende auch arbeiten kann. Ansonsten mag ich gerne im stationären Handel kaufen. Der eine Online-Verlag ist auch ein stationärer Handel, also Stoffversand for You in Gandersee. Und ich gehe natürlich nach wie vor sehr gerne in die Stoffhalle nach Oldenburg. Die haben aber häufig nicht so sehr das, was ich suche, ehrlich gesagt. Kommen wir gleich nochmal zum nächsten Punkt. Und ich gehe auch ganz gerne auf die holländischen Stoffmärkte. Da gehe ich nach Oldenburg in aller Regel. Und da kaufe ich sehr gerne stationär, einfach weil man da wirklich die Stoffe anfassen kann. Wir kennen das alle. Die Bilder sind ja immer von einem festen weißen Untergrund letzten Endes fotografiert. Und da hat man also auch zum Beispiel über die Durchsichtigkeit, über den Stand, über den Fall, wie auch immer des Stoffes, nicht so viel Überblick, als wenn man das sich wirklich anfassen würde. Okay, also überwiegend tatsächlich online, wenn ich die Möglichkeit habe, auch im Geschäft. Trockner benutzen oder auf der Leine trocknen lassen. Das ist relativ einfach. Jeden Stoff, den ich habe,
Den wasche ich auf jeden Fall einmal durch. Und zwar, ich glaube, die Frage kommt auch gleich noch und das ist auch gar nicht die Antwort darauf. Also, normalerweise ist es so, im Sommer auf der Leine und im Winter im Trockner, weil ich keine Möglichkeit mehr habe, im Winter drinnen zu trocknen. Ganz einfach. Aber sobald es geht, und das gilt natürlich auch für trockene Wintertage, ist meine Wäsche auf der Leine. So. Schere oder Rollschneider, ganz klar für Kleidung immer Schere. Ich habe ein besseres Gefühl in der Hand. Ich habe, obwohl ich jetzt schon mal ein paar Erfahrungen mit dem Rollschneider gemacht habe, gerade bei Kurven, vertraue ich mir da selber nicht. Also alles, was bei Kleidung zu schneiden ist, wird immer mit der Schere geschnitten. Jetzt kommen wir zum Kleidungsnähen. Also wir sind schon in der dritten Kategorie. Dem Schnitt befolgen oder einfach drauf losnähen, ist die nächste Frage. Das ist so eine Sache. Also ich maße mir an zu sagen, dass ich inzwischen so viel genäht habe, dass wenn ich ein Kleidungsstück vor mir sehe, ich auch eine Vorstellung habe, wie es zusammenkonstruiert wird. Nichtsdestotrotz habe ich nicht zuletzt wegen Lindy und Stocks Pattern wieder Anleitungen zu lesen gelernt, weil ich gemerkt habe, manche machen sich doch über die Reihenfolge oder über die Techniken etwas mehr Gedanken. Und da sind wir wieder bei der Frage Independent oder Big Four. Und ich habe also auch festgestellt, dass ich sowohl bei Lindy als auch bei Patty Doon zum Beispiel immer mal noch neue Techniken lerne. Das heißt, grundsätzlich eigentlich drauf zu, aber häufig gehe ich auch einmal so ganz kurz durch die Anleitung und schaue mir die nur ganz kurz durch, sehe, ob das so gemacht wird, wie ich mir das denke. Wenn ja, lege ich sie zur Seite und mache es so. Wenn ich sehe, an der einen oder anderen Stelle kommt eine andere Technik, dann überlege ich mir oder gucke, was ist das für eine und dann gehe ich nach der Anleitung. Overlocker oder französische Nähte? Ganz klar Overlocker. Französische Nähte habe ich einmal probiert, macht mir keinen Spaß, lasse ich weg. Knöpfe mit der Also eine Knopfleiste an der Hose oder ein Reißverschluss, ganz klar Reißverschluss. Ich habe keine Lust mit der Fummelei an den Knöpfen von den Hosenschlitzen. Nein. Knöpfe mit der Hand annähen oder mit der Maschine, auch relativ einfach, immer mit der Hand annähen. Erstens mal finde ich sie viel schöner und fester angenäht und ich kann eben halt auch so einen Knopfsteg machen, was natürlich bei dickeren Stoffen ganz wichtig ist. Und dann habe ich es einmal mit meiner Maschine probiert und habe, glaube ich, 3 Tage gebraucht, um den Stofftransport wieder in Gang zu setzen. Und da hatte ich keine Lust mehr zu und habe gedacht, meine Güte mal. Dann kommen wir zu Flieseline. Also Flieseline zum Einnähen oder zum Aufbügeln. Ehrlich gesagt, ich weiß, dass es Flieseline zum Aufbügeln gibt. Gerade in Jacketts, die Schabrackengeschichten und so. Ist mir schon klar, also das ist dann natürlich keine Interface, also keine Flieseline, sondern eben eine Schabracke, aber habe ich noch nie gemacht, also ich bügel das auf. Nahtzeichen. Nahtzeichen dann einschneiden, einknipsen, wenn man es zuschneidet oder nachher, wenn das ganze Stück fertig ist, sozusagen dann an jedem Stück. Das ist bei mir unterschiedlich, da kann ich mich nicht entscheiden. Wenn ich gerade Strecken zuschneide, also jetzt eine Seitennaht zum Beispiel oder eine vordere Mitte, dann mache ich die Nahtzeichen gleich rein bei einer Schulter oder so. Wenn ich aber eine runde Naht schneide, dann kommt es mir meistens darauf an, diese Naht wirklich durchzuschneiden. Und da habe ich dann, wenn ich dann absetze, um da Nahtzeichen zu machen, dann unterbreche ich ja in die Runde schneiden und das mache ich dann nicht. Also Nahtzeichen immer da, sofort, wo sie an einer geraden Naht sind und dann am Ende des Zuschneidens nochmal überall dort, wo sie in Runden liegen. Also in Kurven liegen. Bügeln nach jeder Naht oder ganz zum Schluss? Beides. Also wenn ich kleines Stück Nähe, was wirklich sorgfältig genäht wird und nicht mal eben schnell jetzt irgendwie so ein T-Shirt, dann wird jede Naht gebügelt und ganz zum Schluss wird es natürlich auch nochmal gebügelt. Wenn ich ein Jersey-Teil habe, und da kann man ja auch sagen, gut, manche Jersey-Teile müssen gar nicht gebügelt werden, aber ich finde, nachdem man sie beim Nähen so viel geknautscht und gedreht und gezerrt und gezogen hat, wenn man Pech hat, dann haben die auch ein Bügeleisen verdient, dann bügele ich also auch am Ende des Nähens mal ein T-Shirt oder ein Shirt. Glaubt nicht, dass ich das nach jeder Wäsche tue. Niemals. Das, nein. Nein. Okay, dann Nähangewohnheiten. Finde ich auch sehr lustig. Spät in der Nacht oder am Tag?
Da ich überhaupt keine Nachteule bin, nähe ich immer am Tag. Es kann mir passieren, wenn ich so richtig im Flow bin, dass es auch mal abends 9 oder auch mal 10 wird. Das ist aber eher selten. Ich bin jemand, der am Tag näht und am Tag heißt bei mir in aller Regel am Wochenende, am Nachmittag und in der Woche auch am späten Nachmittag und am frühen Abend. Ja, langsam und sorgfältig oder hektisch drauf los, bis es ganz schnell fertig wird. Ich finde, hektisch, also schnell und hektisch ist nicht das Gleiche. Langsam und sorgfältig ist auch nicht das Gleiche. Also, ich bin jemand, der sehr schnell näht, aber ich bin inzwischen weit davon entfernt zu sagen, ein Stück muss innerhalb von der und der und der Zeit fertig werden. Im Gegenteil, ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, sobald ich den ersten Fehler mache bei einer Naht, lege ich das Stück zur Seite. Das gilt auch für einen leer gelaufenen Unterfaden oder irgendwas in der Richtung. Dann lege ich das Stück zur Seite und mach alle Geräte aus und mach an diesem Tag was anderes, lass es liegen und bei der nächsten Gelegenheit gehe ich wieder dran, trenne die Naht auf, beziehungsweise fülle den Unterfaden auf und dann geht's weiter. Also ich lasse mir inzwischen wirklich viel Zeit. Allerdings, wenn ich dabei bin, dann nähe ich schnell. Aufräumen, immer nach jedem Stück oder nach jedem Tag. Ehrlich gesagt, große Unordnung stresst mich, das kann ich nicht gut haben. Das heißt, mein Arbeitsplatz ist immer abends aufgeräumt. Also ich hänge selbst die Scheren an mein Packboard. Ich lege alles, was ich nicht mehr brauche, zusammen. Ich mache die kleine Kiste mit meinen Stecknadeln zu und stelle die ins Regal. Ich decke die Nähmaschine zu. Ich mache auch Stoffreste oder Fadenreste, sammle ich zusammen. Aber richtig sauber machen tue ich dann nicht. Das mache ich dann immer erst, ja, nicht unbedingt auch nach jedem Projekt, ehrlich gesagt, sondern immer dann, wenn ich den Eindruck habe, so jetzt reicht es mir, jetzt ist mir zu viel, dann mache ich das. Kann dann auch mal mitten im Projekt sein, je nachdem, mit was für Stoffen man näht. Also wenn man zum Beispiel mit so super flusigen Wollstoffen näht, dann kann das auch sein, dass ich wirklich an einem Tag nicht nähe, sondern sage so, jetzt Staubsauger, jetzt hier eben alles absaugen, alles sauber machen und so. Das ist dann, das gehört dann für mich auch mit zum Nähen. Ja, also, das ging ja flott. Das waren die Fragen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick sozusagen in meine Nähpraxis. Es wäre sehr schön, wenn sich jemand durch das Video angesprochen fühlt, diese Fragen auch selber mal zu beantworten. Bei den englischen Kollegen findet ihr das natürlich auf Englisch. Ich habe mir die Sachen jetzt so übersetzt. Ich zeige euch mal eben meine Mitschrift. Und ja, das ging doch wunderbar. Ich würde auch gerne jemanden taggen. Und zwar wüsste ich gerne von dir, Alex, Alex Judge Sos. Wie sieht's denn bei dir aus? This or that? Dear Alex, please do a video about these funny questions. Ansonsten, ich habe gesehen, ich bin jetzt über 300. Ich bin jetzt bei über 300 Abonnenten. Das finde ich super. Vielen lieben Dank für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich bedanke mich selbstverständlich für all diejenigen, bei all denjenigen, die schon eine ganze Weile bei mir sind. Demnächst werde ich wieder ein neues Video machen zu den Sachen, die ich gerade aktuell am Wickel habe. Wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, da kommt ein großes Projekt um die Ecke, was etwas ungewöhnlich ist für mich. Also seid neugierig. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, wo immer ihr seid. Näht euch was Schönes und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss, eure Astrid.